Ja, heute ist bei mir der Raphael D'Urigo und Raphael wird uns von seinem Ausstieg aus der evangelikalen Szene erzählen. Raphael, magst du dich einmal für die Zuhörer und Zuschauer vorstellen? Klar, gerne. Ich bin der Raphael, ich bin 29, komme aus der Region Basel in der Schweiz. Bin christlich aufgewachsen von klein auf. Meine Eltern waren beide Christen. Und ja, ich war ungefähr 24 Jahre lang, glaube ich, so Christ. Und ungefähr 10 Jahre davon sehr intensiv. Und dann hat sich aber mein Glaube eben in Luft aufgelöst. Nach einer sehr intensiven Beschäftigung. Und diese sehr intensive Beschäftigung, die hat eigentlich bis heute nicht aufgehört. Also die Themen von damals beschäftigen mich ununterbrochen. Ich habe einfach damals gelernt, dass diese Fragen, die großen Fragen des Lebens absolut entscheidend sind, dass es sehr spannend ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und die Fragen, die das Christentum aufwirft, die stelle ich mir heute noch laufend und damit, was Christen und Religionskritiker dazu zu sagen haben. Also das ist für mich eine Geschichte, die nie abgeschlossen ist. Es hat sich nur mein Standpunkt einfach geändert im Laufe der Zeit. Und darüber will ich heute ein bisschen was erzählen. Genau. Wie war denn damals so dein Weltbild? Also wie warst du damals drauf, als du in dieser Szene noch unterwegs warst, aktiv warst? Ja, das hat eigentlich schon damals, gab es verschiedene Phasen. Also, wenn man damit aufwächst, hat man natürlich zuerst mal ein extrem kindliches Weltbild von einem sehr plastischen, sehr menschlichen, väterlichen Gott, der wirklich ein Wesen ist, das spricht und gleichzeitig nicht so wirklich fassbar ist, aber eben halt so wie Luft oder so. Weil Luft kann ich ja auch nicht sehen, gibt es aber, so erklärt man das Kindern. Also Gott ist irgendwie, ja, vielleicht ist er im Himmel, hat jedenfalls alles gemacht, so wie ich im Sand irgendwie welche Burgen baue, so hat er das alles gebastelt und die Tiere und die Menschen, die auf die Erde gesetzt. Und ja, war eben ein sehr kindliches Bild und das hat sich dann mit der Zeit gewandelt und ist in mancher Hinsicht, würde man sagen, vielleicht liberaler geworden. Also ich habe mich eben zum Teil natürlich dann auch mit Wissenschaft angefangen auseinanderzusetzen. Ich war ganz am Anfang schon ein ziemlich strenger Kreationist auch. Ich habe mir so Evolutionskritik sehr intensiv angeschaut und war auch der Meinung, eben, das ist nur eine Theorie. Es ergibt keinen Sinn, da gibt es zu große Lücken, das kann nicht sein. Es gibt vielleicht Mikroevolution, aber nicht Makroevolution, all diese typischen Argumente. Und ja, habe mich dann aber eben auch mit Wissenschaftlern unterhalten, die das anders sehen. Einer davon in meiner Verwandtschaft, der sich da sehr gut auskannte. Und durch das habe ich dann schon irgendwann gemerkt, also ich glaube, die Wissenschaft ist schon sehr solide auf dem Gebiet. Und die kreationistischen Argumente machen nicht besonders viel her. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, ich hatte nicht das Gefühl, dass das eine Gefahr für meinen Glauben ist. Wie ich jetzt genau denke, dass Gott das alles gemacht hat, solange ich davon ausgehe, dass er es gemacht hat, und er ist ja allmächtig, also kriegt er das hin. Aber wie genau ist jetzt für meinen Glauben nicht von der größten Wichtigkeit? Ich glaube, das hat sicher das Tor geöffnet, dass ich in der Hinsicht liberaler geworden bin. Aber in anderer Hinsicht war das ganz anders. Also ich habe schon auch an Wunder geglaubt, ich habe an Heilung geglaubt, ich habe daran glaubt, dass der Heilige Geist mich berührt, mich inspiriert, wenn ich zum Beispiel eben eine Predigt schreiben muss, was ich eine Zeit lang gemacht habe. Und ja, eben war schon der Meinung, dass Gott die Welt geschaffen hat, dass er in der Welt interagiert und dass die biblischen Prophezeiungen über die Zukunft auch eintreffen werden, dass es wirklich weltweite Katastrophen geben wird, dass es eine Christenverfolgung geben wird, dass Jesus wiederkommt und es dann ein Gericht geben wird und Himmel und Hölle. Und in der Hinsicht war ich schon sehr fundamentalistisch auch eingestellt. Das hat sich auch über die Jahre verschiedentlich gewandelt. Wusste auch lange nicht, was ich genau von Himmel und Hölle halten soll. Wo ist das, wann kommt man dahin? Damit habe ich mich sehr intensiv auseinandergesetzt und da gab es dann natürlich immer wieder andere Sichtweisen. Aber so im Grunde war ich schon
in vielerlei Hinsicht sowas, was man als Fundamentalist bezeichnen würde, aber das eben hat sich mit der Zeit auch gewandelt. Und darum gab es da ganz verschiedene Phasen. Aber auf jeden Fall habe ich, und das ist eben das Ding, was Leuten wie mir oft vorgeworfen wird, ich habe mehr nach Gott gesucht als jeder andere Christ, den ich kenne. Das kann ich ohne Zweifel sagen. Und das war während meiner christlichen Zeit schon so und ist jahrelang danach sehr intensiv weitergegangen. Also ich wollte es wirklich ganz genau wissen. Ich wollte wissen, wer Gott ist, ob es ihn gibt, was er will, was er mir sagen will. Und da habe ich wirklich kaum Aufwand gescheut, um das rauszufinden. Und wie war denn so die Mentalität damals auch in dieser evangelikalen Szene? Wie waren die Menschen? Ja, da gibt es ganz verschiedene Typen. Also es gibt Leute, die sind einfach so ein bisschen dabei, eben weil es auch Familie ist. Aber wenn es jetzt so ans Eingemachte geht, dann sagen sie, ja, ich weiß eigentlich nicht so genau. Vielleicht ist Gott auch nur irgendwie so eine Macht der Liebe im Universum oder sowas. Ist man dann manchmal ein bisschen erschrocken als Christ, der das ernst nimmt und dann denkt, ja, die nehmen das nicht so ernst, das ist gefährlich. Und dann gibt es natürlich auch andere, die eben noch ein bisschen fundamentalistischer sind als man selbst, die eben sagen, nee, wir können hier nicht irgendwie die einen Gesetze in der Bibel beachten und die anderen nicht. Wir müssen konsequent sein, kein Sex vor der Ehe. Wir dürfen uns nicht allzu sehr mit Wissenschaft und anderen Philosophien und Religionen beschäftigen. Wir müssen da sehr konsequent sein. Wir müssen unser ganzes Leben, 24 Stunden, uns in stiller Andacht zu Gott hin bewegen und eigentlich auch, wenn wir irgendeine Beschäftigung oder irgendeine Leidenschaft haben oder auch eine Beziehung, von der wir das Gefühl haben, das reduziert unseren Fokus auf Gott, dann müssen wir das aufgeben, müssen wir das wegschmeißen. Kommt auch überhaupt nicht in Frage, einen Partner zu haben, der nicht Christ ist. Also auch mit solchen Leuten habe ich sehr viel Kontakt gehabt und musste mich damit auseinandersetzen, was die sagen und mich ja rechtfertigen, wenn ich nicht der gleichen Meinung war. Und das war oft schwierig, weil eben die Fundamentalisten, die sind eben manchmal stehen sie ein bisschen auf verlorenen Posten da. Das war in der Geschichte auch manchmal so, zum Beispiel sowas wie der Ablasshandel, das die katholische Kirche da erfunden hat, das ist kaum biblisch zu rechtfertigen, aber vieles anderes, eben was Fundamentalisten erzählen, kommt direkt aus dem Fundament, ist relativ gut biblisch fundiert und da fand ich es dann oft schwierig, eigentlich meine eigene Sichtweise gegenüber dem zu rechtfertigen. Und das war auch einer der Gründe, warum ich mit der Zeit eben gemerkt habe, ich kann mich nicht mehr Christ nennen, weil eben diese Leute, die so Sichtweisen haben, die mir gar nicht in den Kram passen und die ich nicht vertreten kann, die haben eigentlich oft die besseren Argumente, wenn es um den Gehalt der Bibel geht. Hast du denn auch besonders negative Erfahrungen dort machen können, die auch die auch dann ausschlaggebender Grund waren, warum du sozusagen den Glauben verloren hast? Ja, also es ist immer schwierig zu sagen, was hat mich jetzt wirklich dazu gebracht. Ich denke, letzten Endes ist es ein Zusammenspiel aus extrem vielen Faktoren, das zu sowas führt, wie dass der Glaube plötzlich nicht mehr da ist. Und es ist mir auch sehr wichtig zu betonen, es war sicher nicht hauptsächlich diese negativen Erlebnisse. Das ist auch ganz logisch, wenn man sich das mal überlegt. Also, wenn ich zum Beispiel viele negative Erlebnisse mit meinem Vater habe, dann höre ich nicht auf, an meinen Vater zu glauben. Also das sind ja zwei verschiedene Ebenen. Ob ich logisch, epistemisch überzeugt davon bin, dass es Gott gibt und ob ich die Vorstellung nett finde, dass es ihn gibt oder mit ihm einverstanden bin, das wird gern ein bisschen durcheinander gebracht. Also niemand hört auf zu glauben, weil er von der Bibel irgendwie enttäuscht ist oder die nicht mag, vom moralischen her oder weil es ihm persönlich irgendwie nicht in den Kram passt. Das geht gar nicht. Da muss irgendwas auch eben erkenntnistheoretisch, logisch irgendwie was auch faul sein. Aber es gab natürlich auch schon ein paar prominente Erlebnisse. Ich hatte insgesamt eine sehr glückliche Kindheit und Jugendzeit. Aber ab und zu gab es diese Momente, wo ich schon gemerkt habe, eben also diese christliche Einstellung, die tut meinen Mitmenschen nicht immer gut. Und ja, also so, wenn ich ein Erlebnis rauspicken müsste, dann wäre es wahrscheinlich schon dieses Praise Camp. Das ist eine sehr große christliche Veranstaltung in der Schweiz.
Ich weiß nicht, in welchem Rhythmus die mittlerweile stattfindet. Ich glaube, so alle 2 Jahre oder so. Und es dürften mittlerweile so 6.000 bis 7.000 Christen und ihre Jugendgruppenleiter sein, die sich da versammeln in einer großen Messehalle. Da gibt es dann so charismatische Predigten, wird auch versucht, Leute zu heilen. Und so Popkonzerte mit Worship-Musik und Workshops zu allen möglichen Themen, wie man sich als Christ weiterentwickeln kann. Und ja, das prägendste Erlebnis, das war, glaube ich, im Jahr 2012, müsste das gewesen sein, Ende des Jahres 2012 oder 2013. Ich müsste nochmal nachgucken. Da stand eigentlich dieses Praise Camp so im Zeichen Endzeit, jüngstes Gericht. Und ja, den ganzen Abend wurden wir eigentlich daran erinnert, eben die Welt geht zu Ende und am Ende wird aufgeteilt, wer hat an Jesus geglaubt, wer nicht. Und die, die das nicht glauben, für die seid ihr mitverantwortlich, weil ihr nicht missioniert habt. Und was dann mit diesen Leuten passiert, das werden wir euch jetzt ein bisschen veranschaulichen. Und dann wurden wir eben in so eine Turnhalle geführt und das Licht ging aus. Und dann wurden über die Stereoanlage so ein Tonband abgespielt. Und da hört man zuerst so leise Schritte, wie wenn jemand in so eine Höhle reinläuft. Und dann hat man so Kettenrasseln gehört. Also das sind anscheinend Leute gefesselt. Und dann hat man Leute so wimmern und weinen gehört. Und das wurde immer lauter und lauter. Immer mehr Leute, die weinten und klagten und auch geschrien haben, als ob sie schreckliche Schmerzen haben. Und das war dann so ein riesiger Chor aus Geschrei und Geheul und Ketten und ohrenbetäubend laut sind wir in diese Dunkelheit gesetzt und haben das gehört, ein paar Minuten lang. Und dann ist das Licht wieder angegangen und eben so ein Leiter ist auf die Bühne und hat gesagt: So, ich möchte einfach, dass euch klar ist, jedem, dem ihr nicht von Jesus erzählt, steuert auf das zu, was ihr da jetzt gerade gehört habt. Und das war jetzt nur ein Versuch, euch das bisschen nahe zu bringen, was da diese Leute erwartet. Es wird noch viel schlimmer sein, natürlich. Das ist einfach nur so eine Idee davon, was da passiert. Und ich glaube, für viele Leute war das absolut traumatisch, was da passiert ist. Die Leute hatten wirklich so einen leeren Blick danach. Leute haben geweint, waren völlig verstört. Und also dazu ist einfach mal zu sagen, ich glaube, sogar wenn es die Hölle gibt, wäre das die falsche Herangehensweise, um die Leute dazu zu bewegen, das Thema ernst zu nehmen und zu missionieren, sie so derart zu schocken. Und ja, ich glaube, vielen von uns hat diese Demonstration eben einfach auch klar gemacht, wie krass dieser Glaubenssatz von der Hölle ist. Wenn man ihn eben so interpretiert, wie ihn die Bibel schreibt, wie ihn Jesus immer wieder beschreibt, wie ihn Paulus immer wieder beschreibt, dass es eben wirklich um einen Ort gibt, der nicht bloß Trennung von Gott ist, sondern der Qual ist, der als Feuerofen beschrieben wird und der wirklich nicht endet, der also die größte vorstellbare Qual ist und es ist wirklich nicht vorstellbar, womit man sich unendliche Bestrafung verdienen könnte. Da müsste man eine unendliche Straftat begangen haben dafür. Und ja, und die Straftat zu allem Übel auch noch besteht einfach darin, dass man was nicht glauben konnte oder nicht geglaubt hat. Und ob man was glaubt oder nicht, das hängt von Gründen ab, das hängt von Überzeugungskraft von Gründen ab. Und ja, oft kommt da der Einwand, ja, Glaube und Taten, das ist ja dasselbe. Also es kommen nur Leute in die Hölle, die tatsächlich nichts Gutes getan haben, die Böses getan haben. Aber in der Bibel wird eben oft gesagt, es ist eben tatsächlich einfach der Glaube, der entscheidet im Sinn von, bin ich überzeugt? Und aber ja, das ist eine andere Debatte. Jedenfalls, auch wenn es die Taten sind, es ist einfach so unglaublich krass, diese Lehre von der Hölle. Und ich glaube nicht, dass sie irgendwie zu rechtfertigen ist als eine gute Idee, die uns irgendwie hilft. Mal abgesehen davon, dass es überhaupt nicht irgendwie plausibel zu machen ist, dass sie tatsächlich real ist. Und mir hat sie einfach wirklich
diese Demonstration extrem hautnah aufgezeigt, wie krass eben die Lehren der Bibel sind, was die für Sachen beinhalten, die ich persönlich überhaupt nicht teilen kann. Und dass ein Gott eben für diese Sachen da das geschehen lässt, diese Hölle da. Und ich bete den an mit größter Ehrfurcht und Liebe. Und wie kann ich das jemals zusammenbringen? Und ich muss das aber zusammenbringen. Diese Demonstration hat mir einfach nahegelegt, du kannst dem nicht ausweichen. Du musst dir klar machen, dass diese Bibel das beinhaltet, dass dieser Gott so und so drauf ist. Und jetzt musst du dir eine Meinung dazu bilden. Und das war so ein Moment, wo ich, also das hat mich dann nicht dazu bewegt, direkt auszutreten, aber es war einfach so ein Moment, der mir ganz intensiv aufgezeigt hat, guck in dieses Buch genau rein und überleg dir ganz genau, was es bedeuten würde, diesem Buch zu glauben und dich Christ zu nennen und diesen Gott als wahr und gut zu akzeptieren. Was würde das bedeuten? Du kannst nicht einfach durchs Leben gehen, dich Christ nennen, aber eigentlich gar nicht so genau wissen oder ja, diese Hölle, ich weiß auch nicht, ist vielleicht eine Metapher. Das ist nicht gut genug. Es ist viel zu krass dafür. Und ja, danach habe ich natürlich schon immer wieder mit anderen Augen auf die Dinge geguckt. Ich bin relativ schnell wieder in ein normales Christenleben zurückgekehrt. Ich habe am Praise Camp ist das ja dann so auch, die erwarten, dass sowas passiert. Also wenn du dann nach so einer Demonstration irgendwo an der Wand sitzt und heulst, dann kommt ein Coach oder so, wie die das nennen, zu dir und spricht dich darauf an, hey, hast du Zweifel? Und die sind darauf trainiert, dich dann wieder reinzureden. Und das ist dann eigentlich ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst, weil du bist ja mit deinen Freunden da, bist meistens christlich aufgewachsen. Und der Preis ist viel zu hoch, hier und jetzt zu sagen, ich glaube das nicht mehr oder ich finde das nicht gut. Und darum macht er dir dann eigentlich ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ja, eben, wir verstehen Gottes Wege nicht. Die Israeliten haben damals auch nicht alles verstanden, was Gott getan hat, aber er hat sie sicher ins Ziel geführt. Wir wissen, dass Gott gerecht ist. Das heißt, egal wie ungerecht was für uns aussieht, es muss irgendwie halt doch gerecht sein. Und das hat gereicht, um mich zu beruhigen damals. Weil eben, es war ein Angebot, das ich nicht ablehnen konnte und ich war danach wieder ganz normaler Christ, noch für einige Jahre. Das hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis ich dann eben das nicht mehr glauben konnte, dass Gott tatsächlich existiert auf irgendeine bedeutungsvolle Weise. Hm. Aber das ist sicher das bedeutendste Erlebnis und daneben eben gab es immer wieder einfach so Momente, wo ich gemerkt habe, die Christen schränken sich ein im Denken, im Handeln, in ihren Beziehungen. Verwehren sich schöne und gute Dinge ohne guten Grund, ohne es wirklich zu verstehen. Und wenn sie nicht recht haben, dann ist es schade. Das heißt, es spielt eine Rolle, ob sie recht haben. Das ist die Frage, die mich dann umgetrieben hat und die mich eben sehr angetrieben hat, auch zu überlegen, eben, habe ich recht? Und wenn ich immer Atheisten und anderen Gläubigen sage, hey, guck mal deine Weltanschauung an, prüf das, schau dir auch andere Ideen an und vergleich das und versuch das zu begründen, was du glaubst und ja, stell dich der Herausforderung, habe ich irgendwann gemerkt, ich muss das auch selber machen. Ich kann nicht nur dieses Wasser predigen, aber selber nicht trinken, das geht nicht. Ich muss konsequent sein. Ich muss meinen Glauben auch selber prüfen, ich muss mich auch selber mit anderen Ideen befassen, sonst kann ich das nicht glaubwürdig behaupten. Und so ist das dann ins Rollen gekommen. Ne? Und wie waren dann die, also gab es Konsequenzen, als du diese evangelikale Szene verlassen hast? Also wie haben deine Mitmenschen dann darauf reagiert, als du zum ersten Mal so gesagt hast, ich kann nicht mehr glauben? Ja, sehr unterschiedlich. Also es gab Leute, die haben, wie ich gesagt, ja, ich verstehe es, ich habe auch meine Zweifel. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so tragisch ist, wenn du das jetzt anders siehst. Es gab Leute, die haben gesagt, ja, ist schade. Ich wünsche dir trotzdem alles Gute. Es gab Leute, die haben gesagt, ja, ich hoffe, du kommst wieder zurück. Ich hoffe, Gott verlässt dich nicht und du lässt ihn rein, wenn er wieder anklopft. Es gab Leute, die haben mir irgendwelche Liedtexte geschickt oder Bibelverse. Und es gab eben eine damalige Freundin, die Christin war und die sich eigentlich im Verlauf der Beziehung immer mehr in Richtung Freikirche, Fundamentalismus entwickelt hat.
und die mir sehr deutlich eigentlich gesagt hat, das hat mit uns keine Zukunft, wenn du nicht glaubst. Und das war dann auch nochmal ein sehr starker Antrieb, dass ich nochmal ein ganzes Jahr lang eben mit aller Kraft versucht habe, zu dem Glauben zurückzufinden. Und ich hatte ein, das ist ja auch so ein Vorwurf, der oft kommt an Aussteiger eben, ja, du wolltest wahrscheinlich einfach nicht mehr glauben, hattest keinen Bock, eben Gott ist irgendwie doof und dann sucht man sich eine Rechtfertigung, um nicht glauben zu müssen. Bei mir war es eher umgekehrt. Ich hatte sehr viele, sehr große Motivatoren, beim Glauben zu bleiben. Und es war natürlich nicht nur einfach wegen der Freundin so, sondern ich habe jede Nacht gebetet, Gott, wenn es dich gibt, will ich an dich glauben, weil ich will glauben, was wahr ist. Und wenn die Wahrheit ist, dass es dich gibt und dass die Bibel dich korrekt beschreibt, wer du bist und was du willst, dann will ich das wissen. Das heißt, es steht nichts im Weg. Mein freier Wille wird nicht verletzt, wenn du dich mir zeigst, in welcher Form auch immer, sondern ich will das wissen. Mein freier Wille wird eigentlich eher verletzt, wenn du dich mir nicht zeigst, weil dann will ich an dich glauben, kann es aber nicht. Und ja, das ist ja dann auch eine Idee, mit die in solchen Kreisen kursiert, dass eben der Glaube eine Entscheidungssache ist. Also du kannst einfach frei auswählen zu glauben. Du kannst auch frei auswählen zu lieben. Du kannst frei auswählen, dich zu freuen. Das sind so Ideen, die man dann oft einsetzt gegen Zweifler, gegen Leute, denen es nicht gut geht, obwohl sie Christen sind. Und um eben die Bibel und Gott in Schutz zu nehmen, wo man da eigentlich sagen müsste, da liegt das Problem. Nee, der Mensch kann einfach entscheiden. Der Mensch ist völlig frei zu wählen und ist natürlich eine absolut zerstörerische Idee, weil das einfach nicht wahr ist. Man kann es mit irgendeinem Glaubenssatz ausprobieren. Entscheide dich zu glauben, dass die Schwerkraft nicht real ist. Wenn du das glaubst, dann kriegst du das nicht einfach so weg. Und genauso wenig kannst du es einfach entscheiden, okay, ich will glauben, dass Gott gibt, das reicht nicht. Und ich habe es mit aller Kraft versucht. Ich habe all meine atheistischen Ideen, die ich da gesammelt habe, wieder neu hinterfragt. Dann mich sehr viel mit Apologeten beschäftigt, gebetet, war bei einem Heilungsgottesdienst, beim kreationistischen Vortrag, bei. Ja, ich habe eigentlich wirklich alles versucht, was man irgendwie versuchen kann, um Gott wiederzufinden. Und das hat aber nicht funktioniert. Und ja, dann haben wir uns getrennt. Weil ich einfach immer gesagt habe, ich schaff's nicht, ich pack's nicht. Ich kann dir nicht versichern, dass ich als Christ weiterleben kann. Und dann damit war es für sie beendet. Und das war natürlich dann auch nochmal zum Schluss so ein richtig großer Denkzettel, so hey, was Leute glauben, das ist nicht egal. Lass die Leute glauben, was immer sie glauben wollen, ist nicht genug. Wir müssen darüber reden. Weil das hat ganz konkrete Auswirkungen auf Menschenleben, was die Leute glauben. Und es spielt eine Rolle, inwiefern das die Recht haben und nicht. Und das war dann der Auslöser eigentlich dafür, dass ich angefangen habe, über die ganze Sache zu bloggen, weil ich eben Gespräche anstoßen wollte über die Bibel, darüber, ob wir wissen können, wer Gott ist und was er will und ob diese Ideen, die kursieren im Christentum darüber, was Gott angeblich will, ob die gut sind. Und ja, so hat sich dann meine Reise fortgesetzt, dass ich eigentlich dann als Religionskritiker erstmal unterwegs war. Und aber bei diesem Blog bist du nicht mehr so aktiv, ne? Nee, ich habe das eine Weile lang sehr gebraucht. Das war auch wichtig, glaube ich, dass ich wirklich mal die andere Seite einnehme und alles niederschreibe, was sich an Zweifeln angesammelt hat, an Fragen, an Gegenargumenten, an Bedenken gegenüber dem christlichen Glauben, sowohl logisch, erkenntnistheoretisch als auch moralisch. Aber ich habe schon gemerkt, über die Zeit, es nutzt sich ab. Ich kann mein Leben nicht darauf gründen, was nicht zu glauben. Das ist kein tragender Lebensinhalt. Und ja, irgendwann nutzt sich das schon ab, einfach immer gegen was zu sein und nichts als Kritik im Sinne von wirklich gegen eine bestimmte Weltanschauung eigentlich zu arbeiten. Und eben, es ging mir schon dann mit der Zeit wirklich wieder um die Frage, ja, wenn, danach soll ich nicht streben, aber wonach soll ich denn streben? Und ich wollte lernen. Und das hat mich dann eben auch dazu geführt, dass ich mit neuen Augen nochmal aufs Christentum gucke. Okay, ich habe jetzt lang darüber geschrieben, was man daran
was daran nicht gut ist, was daran unglaubwürdig ist. Aber was ist denn daran gut? Was ist denn daran glaubwürdig? Was ist denn daran vielleicht? Ich meine, die Zeit, die ich als Christ hatte, war bei weitem nicht nur schlecht. Ich habe da viel zu verdanken. Ich hatte sehr viele, sehr schöne Zeiten, die ich nie vergessen werde. Was war dann das Gute daran? Und was kann ich eben daraus auch wieder lernen? Und das war natürlich auch dann ein starker Motivator zu sagen, ich verbringe meine Zeit jetzt nicht mehr primär mit Religionskritik, weil ich glaube, das ist jetzt nicht, es ist nicht unbedingt nicht mehr so, dass ich mir wünsche, dass die ganze Welt nicht mehr an Gott glaubt. Vielleicht war es auch nie so, aber es ist sicher weniger so als noch vor ein paar Jahren. Einfach weil ich auch wieder offener an das Ganze rangegangen bin. Aber ja, ganz, ganz viel von der Religionskritik, die ich geäußert habe, die besteht nach wie vor, die vertrete ich nach wie vor, die finde ich nach wie vor extrem wichtig. Du wirst also niemals wieder zurückkehren ins Christentum. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ich bin nicht der Typ, der Sachen kategorisch ausschließt. Ich hätte auch niemals die Möglichkeit offen gelassen, dass ich jemals mich vom Christentum abwende. Darum, das ist eine Lektion, die man so schnell nicht vergisst. Wenn man sich so fundamental mal jahrelang über was geirrt hat, dann ist das wirklich eine Chance, ganz, ganz starke epistemische Bescheidenheit zu entwickeln, die ich genutzt habe. Aber ja, ich sehe schon im Moment keinen Weg, die Differenzen zwischen mir und dem Christentum zu überbrücken. Also ich gehe über weitere Strecken, als ich jemals in den letzten Jahren gedacht hätte, gehe ich wieder mit dem Christentum. Ich stehe diesem grundsätzlichen Lebensentwurf schon in gewisser Weise nahe, aber gleichzeitig finde ich ihn dann auch wieder doch zu infantil, zu nebulös, zu unklar und einfach nicht zu rechtfertigen. Einfach besonders auch, ja, diese Kritik, die eben zum Beispiel auch von Marx geäußert wurde, das Opium für das Volk. Ich glaube einfach, das Christentum ist ein bisschen zu beschönigend. Das ist einfach, das ist zum Beispiel so eine Differenz, die ich habe zum Christentum, dass es wirklich einfach die Idee geäußert wird, im Grunde eben die Welt wurde von einem absolut guten, liebenden Wesen erschaffen und ist eigentlich alles, was passiert, wird von diesem liebenden Wesen gesteuert und auf ein liebendes, perfektes Ziel hin ausgerichtet. Ich finde, das ist ein absolut unhaltbarer Glaubenssatz, obwohl ich sehr dafür bin, das Gute in der Welt zu sehen, daran zu glauben, es nicht aufzugeben und darauf hinzuarbeiten. Aber das ist mir wirklich ein ungeheuerlicher Sprung, dass man wirklich sagt, die Welt ist in ihrem Innersten so gut, wie sie nur sein kann. Das ist was, was ich von ganz vielen Aussteigern höre, dass diese Ehrlichkeit im Umgang mit der Welt, dass ihnen das auch immer fundamental gefehlt hat im Christentum, dass man immer, immer alles schön geredet hat. Eigentlich ist doch alles gut, alles hat ja auch eine gute Seite. Schon, ja, aber man kann das übertreiben. Man kann das Schlechte so weit verzerren, ausblenden, schönreden, dass es nicht mehr eine ehrliche Auseinandersetzung ist und dass man dann auch vieles verpasst, einfach aus Angst davor, sich dem Negativen in der Welt zu stellen. Es gibt sehr vieles davon. Und dann einfach zu behaupten, alles dient dem Besten und die Welt wurde von einem liebenden, allmächtigen Wesen geschaffen, das ist mir einfach zu ungeheuerlich. Das ist weder intellektuell noch moralisch in irgendeiner Form haltbar und ich sehe keinen Weg, diese Differenz zu überbrücken im Moment. Was ist denn so das größte Logikproblem, das du mit dem Christentum hast? Das Größte. Ich glaube schon, es geht so ein bisschen auf die klassischen Probleme zurück. Eben, ich habe eben schon angesprochen, die Allgüte und die Allmacht zu vereinen, das auf eine sinnvolle Weise hinzukriegen. Aber vor allem auch eben die Idee, dass eben Gott, dieser Gott des Christentums, der will gekannt werden, der will eine Beziehung haben, der möchte, dass wir an ihn glauben und ist allmächtig. Und angesichts dessen ist es wirklich vollständig unerklärlich, wie die Welt aussieht, meiner Meinung nach. Dass eben die Botschaft Gottes so unklar ist, über weite Strecken und so lange Zeit so unbekannt war auf der Welt. Und dass Gott anscheinend einfach so ein absolut grässlicher Kommunikator ist,
Das geht für mich wirklich ganz und gar nicht auf und dass dann auf dieser Basis auch noch bestraft werden soll. Und ja, natürlich die persönliche Erfahrung, die einem dann eben, die muss einem abgestritten werden. Das ist das Grauslige daran. Es muss, also Christen müssen eigentlich behaupten, dass Menschen wie ich unehrlich sind. Weil eben die Idee ist, jeder, der Gott ehrlich anruft, wird ihn auch finden. Das heißt, wer ihn nicht gefunden hat, der hat ihn nicht ehrlich angerufen. Und das ist natürlich extrem bitter, sowas ständig an den Kopf geworfen zu bekommen, nachdem man jahrelang verzweifelt gesucht hat. Verzweifelter als jeder, den man kennt. Und eben, es geht einfach nicht auf, weil ich weiß es ja. Ich weiß, wie verzweifelt und ehrlich ich gesucht habe. Und wenn es einen Gott gibt, der sich wünscht, dass ich an ihn glauben kann und der das in der Lage ist, dafür zu sorgen, dass ich an ihn glauben kann und der sich nicht gegen meinen Willen wenden muss, weil ich glauben will, dann gibt es keinerlei Gründe, warum das schiefgehen sollte. Es ist aber schiefgegangen und das ist für mich schon ein ziemlicher Sargnagel für den Glauben. Diese Idee, dass da tatsächlich ein Gott sein soll, der gerne eine Beziehung mit mir haben möchte, dass das nicht geklappt hat, dafür gibt es keine Erklärung. Das passt wirklich überhaupt nicht zusammen. Das ist für mich schon wahrscheinlich das größte Problem. Aber es bedeutet eben gleichzeitig auch, ich werde nie mich der Möglichkeit verschließen, dass Gott sich in irgendeiner Form an mich wendet. Ich habe nie gesagt, fick dich Gott, es gibt dich nicht. Was auch ein bisschen ironisch ist, mit Gott zu reden, obwohl man nicht an ihn glaubt. Sondern ich habe immer gesagt, eben Gott, wenn du da draußen bist, ich bin immer noch da. Und ich erwarte dich immer noch, falls du irgendeine Botschaft an mich hast, falls du mir irgendwas sagen willst. Das werde ich niemals ausschließen, diese Offenheit. Weil ich das einfach auch nur intellektuell redlich finde und weil ich eben immer gesagt habe, ich möchte glauben, was wahr ist. Und wenn es wahr ist, dass es Gott gibt, dann möchte ich das bitte wissen. Hattest du oder hast du, na, wahrscheinlich jetzt nicht mehr, aber damals bei deinem Ausstieg, hattest du auch so eine, irgendwie so eine innere Angst vor der Hölle dann? Bei meinem Ausstieg nicht mehr, weil ich eben tatsächlich intellektuell überhaupt nicht mehr überzeugt war von dem Ganzen. Und deswegen war für mich dann auch kein Grund ersichtlich, warum es die Hölle geben sollte. Es gibt Leute, denen hilft das nicht. Es gibt Leute, in denen sitzt die Angst vor der Hölle so tief, dass auch dann, wenn sie logisch nicht mehr überzeugt sind, diese Angst nicht wegkriegen können. Aber die war bei mir tatsächlich weg. Also ich hab's, bei mir war dann die Hölle tatsächlich auf einer Stufe mit jeglichen anderen Bestrafungen aus anderen Religionen, mit Helheim aus der nordischen Mythologie oder sowas. Also ich war wirklich dermaßen nicht mehr überzeugt, dass ich diese Angst überhaupt nicht hatte. Nee. Ich habe von Christen gehört immer wieder, dass sie das kaum abschütteln können, was aber einfach unbeschreibliche Grausamkeit ist, mit dieser Angst leben zu müssen. Aber bei mir war es zum Glück nicht so, nee. Würdest du sagen, dass diese evangelikale Szene auch irgendwie schon gefährlich ist für einen demokratischen Staat, für eine demokratische Welt oder eben vor allem für ein, sagen wir jetzt mal, für ein Individuum, also für den einzelnen Menschen, dass du denen sagst, passt auf, wenn ihr mit solchen Missionaren zu tun habt, dass die euch schon ganz bewusst manipulieren und beeinflussen wollen. Ja, schwierige Frage. Also so weit, dass es eine Gefahr für die Demokratie ist, würde ich nicht gehen. Ich glaube, dafür haben wir zu viel Reformation erlebt. Ich glaube, das Christentum ist schon heutzutage bei uns sehr auf das Individuum fixiert und weniger auf die Gesellschaft, im Sinne von, wir müssen irgendwie eine Theokratie errichten. Natürlich gibt es Christen, die gerne ein nationales Abtreibungsverbot hätten oder die gerne hätten, dass von oben mehr christliche Normen diktiert werden, aber das ist schon immer mehr eine Randmeinung auch. Da glaube ich, ist das nicht die größte Bedrohung. Es geht schon vor allem ums Individuum einfach. Ja, eben, es kann natürlich sein, eben, dass Christen manipulieren, beeinflussen wollen.
Aber es ist sehr schwer, das zu unterscheiden. Also ob die Leute jetzt das ehrlich glauben, was sie erzählen oder nicht. Ganz schwierige Angelegenheit. Das fundamentale Problem besteht wirklich einfach darin, eben, dass man den Leuten einfach den Verstand kastriert sozusagen. Also dass man einfach sagt, dein Verstand ist schwach und unfähig und darin steckt eine Kernwahrheit, weil Denken ist schwierig, wir wissen wenig. Wir verirren uns leicht in Fehlschlüssen, lassen uns von Emotionen leiten. Unser Verstand ist manchmal nicht so stark. Aber Christen wird eben häufig gesagt, dein Verstand ist schwach und manchmal sogar ist gefährlich. Und wenn du selber dir Gedanken machst, das ist brandgefährlich, mach das nicht. Und ja, damit sind sie natürlich dann einfach allem schutzlos ausgesetzt. Und wenn sie die Idee kriegen, dass eine bestimmte Idee von Gott gewollt ist, dann sind sie einfach völlig dem ausgeliefert und können es nicht kritisch einordnen, weil ihnen das verboten worden ist. Und verfangen sich sehr leicht in Dingen, die schädlich sind, die unnötig sind und können nichts dagegen ausrichten, weil eben der Verstand verteufelt wurde, ausgeschaltet wurde. Und ja, weil man einfach gelernt hat, der Maßstab für Moral ist das, was Gott will, nicht das, was gut ist, weil ja, also Gott will ja das, was gut ist, irgendwie so, aber erstmal ist der Standard einfach das, was Gott will. Und das verunmöglicht einfach eine kritische Reflexion, wo man dann überlegt, okay, ist jetzt das in dieser Situation sinnvoll? Könnte man das auch anders lösen? Diese Diskussion wird im Keim erstickt und wenn man dann eben Ideen kriegt davon, was Gott will und dadurch Schaden anrichtet, sich selber und anderen Leid zufügt und eben einfach das nicht wirklich entscheiden kann, weil man nie die Freiheit bekommt, selber darüber nachzudenken, das ist die große Gefahr, glaube ich. Und an deinem T-Shirt sieht man, dass du Sokrates-Fan bist. Ja, genau, weil Sokrates der direkte Gegenentwurf ist zu dieser fundamentalistischen evangelikalen Kultur. Und ja, das hat ihn auch so attraktiv gemacht für mich, weil das war das, was ich immer vermisst habe im Christentum. Dass man eben alles hinterfragen darf, dass man gute Argumente erwartet und dass man sich eben sagt, eben, wir streben das Gute an, aber was ist es eigentlich? Wissen wir das überhaupt? Wie sicher sind wir uns in unseren Urteilen? Das war das, was mich immer so gestört hat an der christlichen Kultur, weil da in einer Arroganz oft geredet darüber wird, dass es Gott gibt und dass man genau weiß, was er gesagt hat und was er gemeint hat. Und gleichzeitig immer vom Glauben redet, ja, wir wissen das ja nicht, wir glauben das ja nur, aber das würde eben heißen, dass man extrem bescheiden und vorsichtig ist, dass man diskutiert, verschiedene Meinungen anhört. Aber das wird eben oft nicht gemacht. Oft wird eben der Glaube so verstanden, dass man im Brustton der Überzeugung dogmatisch, ohne nach links und rechts zu gucken, etwas als wahr akzeptiert, ohne wirklich gute Gründe zu haben, einfach aus dem Herzen heraus, aus einer Intuition heraus. Und bei Sokrates gilt das nichts. Bei Sokrates muss man begründen, bei Sokrates muss man diskutieren. Und ich habe festgestellt, eben damit kann man vieles erreichen, kann man sehr vieles lernen. Und das wird eben vielen Christen in solch fundamentalen Sümpfen komplett vorenthalten. Und ja, ich glaube, es ist auf beiden Seiten schon was Wertvolles zu finden, auch im Christentum ist was Wertvolles zu finden. Dass man sich eben so ein Ideal setzt wie Jesus und sagt, das ist eigentlich der moralisches Vorbild. Ich möchte eigentlich besser werden. Ich möchte meinem Leben dem widmen, selbstloser und liebevoller zu werden. Finde ich super, finde ich sehr gut, möchte ich auch, mache ich bis heute. Ich suche bis heute in meiner Philosophie Wege, das tun zu können. Und auch auf ähnliche Wege, wie ich das damals im Christentum gemacht habe. Wir haben unser Christentum eben schon auch ein bisschen sokratisch gelebt, weil wir Jungen uns viel auch mit den Texten auseinandergesetzt und darüber diskutiert haben, was damit gemeint sein könnte. Wir haben das eigentlich versucht umzusetzen, nur war dann eben oft einfach irgendwann die unsichtbare Wand des Glaubens da. Ja, also da können wir jetzt nicht hingehen.
wir können jetzt eigentlich nicht sagen, dass diesen Teil von dem, was Jesus gesagt hat, nehmen wir nicht, sondern nur den hier, weil wie können wir das konsequent verteidigen? Das müssen wir jetzt einfach glauben, da müssen wir jetzt einfach das akzeptieren. Und ja, da war das dann einfach eingeschränkt. Und bei Sokrates ist es eben nicht eingeschränkt, sondern da geht man einfach dahin, wo die Argumente einen hinführen. Und ich glaube eben, Jesus nachfolgen ist erstmal nicht was unglaublich Schreckliches, aber es muss nicht blind sein. Es sollte nicht blind sein. Das ist das, was mir am Herzen liegt, glaube ich. Hast du dich auch bei den anderen Religionen mal umgesehen? Ein bisschen schon. Also eben in meiner religionskritischen Phase habe ich natürlich dann eben schon angefangen, das zu vergleichen und eben auch die Unterschiede und Ähnlichkeiten so ein bisschen rausgearbeitet. Nicht im Detail jetzt. Es war schon so dann für mich, als ich mit dem Christentum abgeschlossen hatte, dass ich dann ja eben gemerkt habe, so die fundamentale Herangehensweise, wie die Religionen funktionieren, wie sie für ihre Wahrheit argumentieren, ist eigentlich überall sehr, sehr ähnlich und deswegen kann ich wahrscheinlich mit den anderen Religionen auch nichts anfangen. Aber zum Beispiel solche Dinge, die heute eher als Mythologien gelten, die haben mich sehr in ihren Bann gezogen, wie die ägyptische, wie die nordische Mythologie. Wie Odin und sowas, ne? Genau, also besonders die nordische, daran hab ich eigentlich viel gefunden, weil ich die Geschichten spannend finde und weil ich eben ja einfach die Symbolik mir sehr gut gefällt und weil ich eben die nordische Mythologie, das ist quasi eben eine Religion, die hier gewachsen ist, wo ich aufgewachsen bin. Das ja. Christentum kommt ja aus dem Nahen Osten. Das ist so eine Religion aus der Wüste mit Datteln und Feigenbäumen und Eseln und so. Und die nordische Mythologie, die findet halt in Wäldern statt. Und da geht es um Raben und Wölfe und Bären. Und das war für mich auch eigentlich eine schöne Erfahrung, mal so in der Religion einzutauchen, der hier von hier kommt, wo ich herkomme. Und die Figur des Thor fand ich eigentlich auch, ist für mich eine coole Figur, weil ich einfach darin auch ähnlich wie bei Jesus eigentlich ein Vorbild sehe, weil der ist impulsiv, mutig, kräftig und durchsetzungsstark und das sind eigentlich alles Qualitäten, von denen ich gern mehr entwickeln würde und deswegen finde ich eigentlich auch cool, ja, über Thor nachzudenken und Geschichten von ihm anzugucken und ich trage den Thors Hammer Mjölnir an einer kleinen Hals, also kleinen Kette am Arm, um mich daran zu erinnern, dass ich gern ein bisschen mehr wie Thor wäre und das funktioniert ein bisschen ähnlich wie bei Jesus und wenn es funktioniert, dann finde ich das gut. Also es ist natürlich in keiner Weise zu vergleichen mit meinem Engagement fürs Christentum, aber ja eben, ich habe einfach angefangen, mich mit anderen Ideen auch auseinanderzusetzen, neben dem Christentum, zu sehen, was ich daraus lernen kann und gleichzeitig kritisiere ich sie dann natürlich auch. Also ich denke, mein Fokus ist nach wie vor nach oben, besser werden, Gutes tun, das ist immer noch da, nur bilde ich mir nicht ein, genau zu wissen, was das ist. Und wie man das macht, sondern ich versuche das mehr und mehr zu entdecken. Ja. Und im Christentum sehe ich eine Bewegung, die sich eben einredet, dass sie genau weiß, was das Gute ist und wie das zu erreichen ist. Und in Teilen hat sie vielleicht recht, aber manchmal irrt sie sich und das ist in der Geschichte immer wieder ganz, ganz übel ausgegangen und treibt bis heute immer wieder negative Blüten, die nicht unbedingt sein müssten, die mit einer bisschen offeneren Haltung vielleicht umgangen werden könnten. Ja, was würdest du zu den Atheisten sagen? Also bezeichnest du dich auch selbst als ein Atheist? Grundsätzlich schon. Es ist eine unglaubliche Konfusion da bei der Definition von Atheist. Ich bin wirklich Atheist im Sinne von, ich bin nicht überzeugt,
dass es sowas wie einen Gott gibt. Und das war es dann auch schon. Streng genommen bin ich auch ein agnostischer Atheist, das heißt, ich bin nicht überzeugt. Ich behaupte aber nicht, irgendwas zu wissen in der Frage, wie man hier auch lesen kann. Wie in allen anderen Fragen bilde ich mir nicht ein, abschließendes Wissen über irgendwas zu besitzen. Ich glaube, dass es nicht nötig ist und ich glaube, dass es gefährlich ist. Gewissheit finde ich viel gefährlicher als Unwissenheit. Und das ist so eine fundamentale Einstellung in meinem Leben, die ich habe. Und ja, von daher, Atheist ja, in einer gewissen Form zutreffend, aber es ist kein Label, mit dem ich mich schmücke, weil eben es ist einfach unglaublich inhaltsleer. Ich schmücke mich nicht länger mit Labels, die nur bezeichnen, was ich nicht glaube. Also auch sowas wie Skeptiker. Interessant. Der Skeptiker ist auch zutreffend, wenn ein Skeptiker jemand ist, der gute Gründe möchte, bevor er etwas akzeptiert oder ablehnt. Aber da geht es halt dann auch vor allem um Dinge, die man nicht glaubt. Und ich habe viel Zeit in Gruppen verbracht, wo Leute zusammen sind, die eigentlich nur das vereint, dass sie bestimmte Dinge nicht glauben. Und das hat sich nicht als besonders nahrhaft für mich herausgestellt. So. Ich möchte mich jetzt wirklich auf eine Philosophie konzentrieren, die eben schon einen Standpunkt hat und in eine bestimmte Richtung strebt, statt nur immer über Leute herzuziehen, die irgendwas anderes glauben, was irgendwie zweifelhaft erscheint. Ja, Raphael, du hast ja einen Podcast, den du führst. Ich blende das mal eben ein. Genau. Magst du dazu einmal kurz was erzählen? Ja, genau, das war eigentlich das Folgeprojekt nach meinem Bibelkritik-Blog, dem Skrutator. Da habe ich dann eben überlegt, ja, okay, was machen wir jetzt nach der Bibelkritik? Und habe schon gemerkt, eben so mein fundamentales Anliegen ist eigentlich, eben, ich möchte, dass Leute offener sind, ich möchte, dass Leute kritischer sind und dass wir eben offen und frei darüber nachdenken und debattieren, was gut und schlecht und wahr und falsch ist. Und eben Hugin und Munin, das kommt eben auch aus meiner Faszination für die nordische Mythologie. Das sind die beiden Raben Odins, die eben für ihn die Welt erkunden und ihm berichten, was sie gesehen haben, damit er informiert ist. Und ich und meine Partnerin haben uns eben auch die Mission vorgenommen, einfach frei und unvoreingenommen durch die Welt zu fliegen und einfach zu lernen, was da ist. Und ja, so habe ich da angefangen, erst zu schreiben, einfach mit meiner Partnerin zusammen. Blog-Einträge zu schreiben über das Thema kritisches Denken, Debattenkultur. Und ja, mit der Zeit ist ein Podcast auch dazugekommen, der Raben-Podcast, wo ich mich mit verschiedenen Leuten unterhalten habe, eigentlich so ein bisschen untersucht habe, versucht habe, so ein bisschen an die Grenzen ihres Wissens zu gelangen und komplizierte Fragen zu beleuchten zu ganz verschiedenen Themen. War noch so ein bisschen ziellos am Anfang, jetzt möchte ich eben die ganze Arbeit eigentlich zusammenführen und einen Fokus legen auf das Thema Weisheit, weil ich eben zu dem Schluss gekommen bin, ja, worauf zielt denn dieses ganze kritische Denken und die Debattenkultur und das alles ab? Und die Philosophie eben hat oft mit dem Vorwurf zu kämpfen, dass sie eigentlich nur sich selbst dient und nutzlos ist und eigentlich nur leere Worte, die klug klingen. Aber eben Sokrates hat das selbst, er war einer der großen Begründer der Philosophie, der Philia Sophia, und das ist eben die Liebe zur Weisheit. Und die Weisheit, ja, das ist sowas, das ist eben nicht nur wahr, sondern das ist nützlich, das ist gut. Also es geht auch darum, aus der ganzen Denk- und Diskutiertätigkeit was zu ziehen, was nützlich ist im Leben, was einem weiterhilft im Leben. Ja, darauf habe ich mich eben jetzt fokussiert beim Projekt Hugin und Munin. Ich versuche jetzt da gerade so ein Konzept zu erarbeiten. Warum sollten wir nach Weisheit streben? Was ist Weisheit eigentlich? Und wie streben wir nach Weisheit? Wie erwerben wir Weisheit eigentlich? Ich glaube, in der Hinsicht habe ich vieles zu sagen. Und ich glaube, da gibt es auch viel zu gewinnen. Ich glaube, viele Leute haben eine Meinung zu Weisheit. Vielen Leuten ist Weisheit wichtig. Und deswegen glaube ich, dass es sehr viel zu erfahren und zu lernen gibt von den verschiedensten Leuten, die Lust haben, an dem Gespräch über Weisheit teilzunehmen. Ja.
Und das findet man alles auch bei YouTube, nicht wahr? Ja, genau. Also ich habe immer wieder Videos produziert. Eben gerade die letzte Serie war auch zu dem Thema, was ist eigentlich Weisheit? Da lade ich wirklich jeden ein, seine Idee dazu beizutragen, was das eigentlich ist, weil es ist nicht so leicht zu fassen. Gleichzeitig ist es, gibt es interessanterweise wirklich große Übereinstimmungen, wenn man die Leute fragt. Da gibt es auch Forschung, was ist eigentlich ein weiser Mensch zum Beispiel. Das ist wirklich sehr spannend. Und ich glaube, es ist einfach unglaublich wichtig und es könnte wirklich auch helfen, der Philosophie wieder ein bisschen ein besseres Image zu kriegen. Und es könnte vielen Menschen helfen, die sich gern mit Ideen beschäftigen und die zum Beispiel auch eben offener und kritischer werden wollen, die gerne besser denken lernen wollen, wirklich eine Motivation zu finden, einen Anreiz, um das konsequent umzusetzen und sich offen und gleichzeitig aber auch eben kritisch konsequent mit Ideen auseinanderzusetzen. Ja. Ja gut, Raphael, ich danke dir dann für das Interview und ich hoffe, wir sehen dich auch mal bei den Livestreams von Atheismus TV. Ich denke schon, ja. Ich trage immer gern bei zu einer Diskussion. Ja, sehr schön. Ja, dann mein lieber Raphael, ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Und Bis ich dann. danke natürlich auch den Zuhörern und Zuschauern, dass ihr bis jetzt dabei wart. Genau. Bye bye, meine Lieben. Tschüss.